Hallo zusammen und willkommen zurück im TechLab. Ich bin der Alex und im heutigen TechCheck gibt es nicht nur flache Witze unterm Tisch, nein, sondern flache Gadgets auf dem Tisch, den E-Reader PRS T3 von Sony. Trotz Tablets, Smartphones und Co. sind die Regale immer noch gut mit E-Readern gefüllt. Nicht nur, weil die Dinger im Schnitt weniger kosten und viel kompakter sind, nein, sondern weil sie eine Sache perfekt können, und zwar Texte darstellen. Egal wann und egal wo. Das dachte sich wohl auch Sony und schickt deswegen den T3 ins Rennen. Knapp 200 Gramm, bestückt mit einem 6 Zoll E-Ink Touchscreen mit einer Auflösung von 1024x758 Pixeln und einem 1 GHz Single-Core Prozessor. Doch reicht das, um eingefleischte Texteschmökerer und Bücherwürmer zu überzeugen? Wenn ihr als professionelle Schatzsucher nicht gerade zufällig auf dieselben Aktionsbox mit Hülle stößt, kommt der E-Reader in Weiß, Rot oder Schwarz daher. Dazu gibt es dann nur noch ein Micro-USB-Kabel und jede Menge schnell anders lag. Direkt nach dem Einschalten fällt auf, keine Hintergrundbeleuchtung. Damit schießt sich der Vorteil, egal wo nutzbar, schon mal ins Aus. Wer denn aber doch die Originalhülle für den Reader von Sony besitzt, der kann sich über die integrierte Beleuchtung freuen. So mutiert erinnert mich das an die gute alte Gameboy-Zeit. Ganz nackt kommt der T3 jedoch kompakt und leicht daher und liegt mit seinem Kunststoffgehäuse erstaunlich gut in der Hand. 5 Funktionstasten, ein Standby und ein Reset-Button zieren das Gerät, ansonsten wird nur per Touch-Eingabe bedient. Ja, und was kann denn jetzt der Reader eigentlich? Ist ja gut, ist ja gut. Also, das aufgeräumte Menü macht es deutlich. In nach persönlichem Geschmack variierbaren E-Bookstores stöbern, bis auf Amazon, Bücher und Zeitung kaufen, im Internet surfen, Notizen schreiben, Bilder angucken und auf sozialen Plattformen posten. Das Leihen oder auch Kaufen von Inhalten funktioniert ohne Probleme. E-Books von Computer auf den Reader zu überspielen klappt auch reibungslos und obendrauf versteht der T3 auch noch den EPUB DRM-Kopierschutz. Texte und Bilder stellt das Display tatsächlich hervorragend dar und nutzt dazu eine spezielle Technik, um Geisterbilder und Schatten fast gänzlich zu eliminieren. Und die Schriftgröße lässt sich hier selbstverständlich auch nach Belieben anpassen. Als nicht unwichtiges Extra obendrauf befindet sich hinter dem recht schwierig zu handelnden Gehäusedeckel ein MicroSD-Slot, um den 1 GB internen Speicher mit einer riesigen Offline-Bibliothek erweitern zu können. Ach, und was ist mit dem Akku? Naja, der hält so gesehen ewig. Laut Sony 2 Monate, im echten Leben kann man aber immerhin 4 Wochen ohne Steckdose in Textwelten eintauchen. Wer keinen großen Wert auf eine Hintergrundbeleuchtung, dafür aber auf schickes Design und eine bestmögliche Usability legt, der macht beim T3 definitiv nichts falsch. Bei einem Preis von etwa 130 Euro sollte man sich jedoch vielleicht zweimal überlegen, ob nicht doch der Vorgänger oder eine aktuelle Alternative ausreicht. Es war einmal bla bla bla, der Legende nach heißt es, jeder, der ein Däumchen nach oben gibt oder eines der beiden hier unten verlinkten Videos anschaut, egal ob TechCheck oder TechMac mit dem Gear Fit oder über neue MacBooks und schlaue Kabel oder ganz egal, ob man dann noch den Kanal abonniert, all diese Menschen werden vollkommene Lebensfreude erfahren. Aber dann könnt ihr auch noch gleich unten in der Videobeschreibung die Links zu unseren Social Media Plattformen und natürlich auch zum Produkt anklicken und dann werde ich jetzt einfach mal in der Zeit weiterlesen. Echt spannend.